Als Beispiel zu den Flächenberechnungen berechnen wir die Fläche, die von den Graphen der zwei Funktionen f von x gleich minus x² plus x und g von x gleich 1 halb x minus 1 halb eingeschlossen wird. Ich habe das mal hier grafisch dargestellt. Es geht also um diese ja, flächhalbmondartige Fläche. Wir sehen schon, dass die Flächenbegrenzung 1 und minus 1 halb sind. Aber das wollen wir jetzt natürlich erstmal berechnen und wir gehen dabei nach dem Schema vor, das ich eben vorgestellt habe. Also zuerst bilden wir die Differenzenfunktion, die haben wir h von x genannt und definiert haben wir die als f von x minus g von x. Also schreiben wir hin, h von x ist f von x minus g von x und ja, jetzt setze ich erstmal ein, minus x Quadrat plus x und dann minus und jetzt g von x ist 1 halb x minus 1 halb. Und wenn ich jetzt zusammenfasse, dann steht hier minus x Quadrat, ein anderer quadratischer Term kommt nicht vor, plus x minus 1 halb x ist plus 1 halb x und dann steht hier noch minus minus 1 halb, also 1 halb. Und jetzt bestimmen wir die Nullstellen von h, dazu setzen wir h von x gleich 0 und das heißt, dass wir minus x Quadrat plus 1 halb x plus 1 halb gleich 0 setzen. Um die PQ-Formel anwenden zu können, müssen wir noch durch minus 1 teilen, damit wir den Vorfaktor 1 vor x Quadrat haben. Und ja, jetzt können wir die PQ-Formel anwenden. x1,2 ist dieser Term rübergebracht und nochmal halbiert, also ein Viertel plus minus Wurzel aus ein Viertel Quadrat, also ein Sechzehntel und dann noch die 1 halb dazu ist gleich ein Viertel plus minus, so. Jetzt der Hauptnenner ist 16, dann mal müssen wir das hier mit 8 erweitern, dann steht hier 9 Sechzehntel, also 3 Viertel, wenn ich die Wurzel ziehe. Dementsprechend erhalte ich als eine Lösung ein Viertel minus 3 Viertel, also minus 2 Viertel, also minus 1 halb. Und die andere Lösung ist ein Viertel plus 3 Viertel, also 4 Viertel, also 1. Und das sind genau die Stellen, die wir hier schon erkennen. Okay, hier nochmal zusammengefasst. Diesmal haben wir nur eine Teilfläche, wir können also direkt die gesuchte Fläche über diese Formel kriegen. Also ist A, Fläche, gegeben als Integral über den Grenzen x1 bis x2, das war minus 1 halb bis 1, von der Funktion h von x, also das war minus x² plus 1 halb x plus 1 halb. So, davon müssen wir jetzt eine Stammfunktion bilden. Ich integriere nach der Potenzregel, das wäre hier minus 1 Drittel x hoch 3 plus x Quadrat plus 1 halb x. Einfach nur die Potenzregel. Oh, ich habe mich vertan. Das ist integriert ein Viertel x Quadrat und dann noch die Grenzen. So, jetzt muss ich nur noch einsetzen. Erst 1, dann minus 1 halb und das dann abziehen. Also wäre der erste Term, der rauskommt, für 1 minus 1 Drittel plus 1 Viertel plus 1 halb minus, und jetzt setze ich minus 1 halb ein, minus 1 halb hoch 3 ist ein Achtel, ein Achtel mal minus 1 Achtel und minus 1 Achtel mal minus 1 Drittel ist ein 24stel, dann plus 1 halb Quadrat ist ein Viertel mal ein Viertel ist ein Sechzehntel. Und dann 1 halb mal minus 1 halb ist ein Viertel. Minus ein Viertel. So. Das rechne ich jetzt nicht aus. Kann man nachrechnen. Das ist 5 Zwölftel minus. Minus 7 48stel. Und das ist 9 Sechzehntel. So. Hier ist die Fläche positiv schon, deswegen bin ich auch fertig an der Stelle. Wenn sie jetzt negativ gewesen wäre, würde ich einfach nach der ganzen Rechnung hier Betragsstriche hinmachen. Also erst ganz gewöhnlich rechnen, dann rückverfolgend alle Betragsstriche hier setzen.
So. Bis hierhin. Und das wäre jetzt negativ im anderen Fall. Und dann würde ich einfach direkt das Vorzeichen weglassen und hätte die Fläche.